Jetzt wein doch nicht. Jetzt wein doch nicht. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Alright, alright, alright. Leute, willkommen zu einer neuen Oculus Rift Demo. Diesmal Shadow of Isolation. Sieht aus wie Alien Isolation. Ich weiß nicht, worum es geht. Es soll eine Experience-Demo sein. Soll es auch zeigen, was möglich ist. Coole Bilder, Landschaftsbilder. Haben wir schon so ein paar gehabt. Ich sag nur hier, Insurgent war ganz nett. Und Soap Opera. Und Presented by Future Colossal. Und ich bin drinne. Und kann ein bisschen umgucken. Bisher no big deal, aber läuft super gut. Läuft super gut und hat sogar ein... Okay, das war die Kalibrierung. Ja. Warum habe ich so eine komische Sichtluke hier? Warum habe ich hier so eine komische Sichtluke? Eigentlich soll man das... No way. Eigentlich soll man das Spiel spielen, indem man sich komplett mit dem 360-Grad-Stuhl drehen will. Muss, soll... Oh, jetzt wird's Vollbild. Wow! Steine! Jesus! Steine, sieht scheiße aus. Die Grafik ist Mist. Aber es passiert was. Es passiert was zum Gucken. Das sieht aus wie Cornflakes. Sieht aus wie Cornflakes. Wie Crispy Crunchies. Crispy Crunchies sind geil. Ich glaube, es gibt nicht mal einen Cornflakes, das heißt Crispy Crunchies, aber... Ich würde mal meinen, so sieht Crispy Crunchies aus. Okay, wir kommen auf einen Planeten zu. Links dunkel, rechts hell. In der Mitte. Erinnert mich an den Planeten von GTA. Von wegen. Fliegen an komischen 2D-Sternen vorbei. Oh, Bäume. Erinnert mich an den Planeten von Dragon Ball. So, jetzt habe ich es endlich. Und ich bin jetzt auf dem Planet. Nett. Mini-Planet. Und das ist übel. Der verursacht richtig komisches Fallfeeling. Warum? Der verursacht richtig komisches Fallgefühl dadurch, dass er so klein ist und sich dreht. Als ob man so hindurchfällt irgendwo hin. Alter, das fühlt sich an wie so ein Rollercoaster, ohne Scheiß. Das ist weird. Weird as fuck. Weird as fuck. So, und hier kommen wir zu der Schattenseite. Auch nett gemacht. Nett gemacht. Je nachdem, welche, ob man sich zur Sonnenseite dreht oder nicht, hat man hier Tag und Nacht. Nett gemacht. Tag und Nacht. Das reimt sich. Oh, aber dieses... Es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Oder? Ist schon wieder die Schattenseite. Wir gehen mal zur Sonnenseite. Sonnenseite, gut. Boah, Jesus, dieses Rollercoaster-Feeling ist richtig übel. Das kommt mir nicht gut. Das bekommt mir nicht gut. Das bekommt mir nicht gut. So, aber passiert hier noch irgendwas? Das ist hier die Frage. Gefühlt würde ich sagen, das Gewitter wird schlimmer. Es kommen Blitze. Und das Wasser wird mehr. Das Wasser wird mehr. Das Wasser wird mehr. Gut, hab's verstanden. Das Ding wird zum Wasserplaneten. It's okay, it's okay. Ich kann schwimmen. Hab schon Tauchdemos gemacht. Hier ist noch ein Stück Erde. Und die Bäume versinken. Und ich versinke auch. No. No. Baum, rette mich. Wilhelm. Unter Wasser. Yeah. Nice. Ich fühle mich wie ein glatten, ganz kleiner Fisch, ehrlich gesagt, bei diesen großen Fischen. Richtig klein fühle ich mich gerade. So klein ist er. Also nicht mein Penis. Sondern ich. Mein Penis auch. Wie auch immer. Passiert bisher nichts. Da kommt was Großes. Da kommt was Großes. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich habe nichts gegen Mittagessen. Aber nicht, wenn das Mittagessen größer ist als ich. Es ist ein Wal. Wale sind cool. Wale sind Bros. Wale sind richtige Shit-Tiere. Könnte ein Sperma-Wal sein. Weiß ich nicht. Bin zwar. Tauche zwar ab und zu mal hobbyhaft im Mond. Oh, ein zweiter. Ein zweiter. Shit, seid ihr groß.
spiegelt sich was, sieht komisch aus. Der ist größer als alt, oder? Jetzt wein doch nicht. Jetzt wein doch nicht. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Whatever. Bitch. Ich hab's dir angeboten. Ich hab's dir angeboten. Hab dir meine Schulter zum Ausholen gegeben. Warum wird das hier so dunkel? Es wird dunkel. Es wird dunkel. Mag ich nicht. Mag ich nicht so gerne. Wenn es dunkel wird, kommen böse Menschen. Da werde ich wahrscheinlich auch so rein wie die Viecher da. Okay. Coming next. Das ist das, was jetzt noch kommt. Oh, eine Cyber City. Auch nett, aber scheißenlaut. Mein Brain can't handle this. Mein Brain can't handle this. Jetzt bin ich am Fliegen. Das ist das, was in der Zukunft noch kommt. Nett. Aber mein Brain can't handle this. Ich war gerade in der Stadt. Jetzt bin ich eine Ratte. Holy shit. Oh, so fühlt es sich an, als eine Ratte rumzuschwirren. Ich dachte, ich wäre schon eine kleine Ratte auf YouTube. Wie auch immer. Und der Root Sandstorm. Voll der Root Sandstorm. Oh, joke. Birdwitch. War eine nette Demo im Großen und Ganzen. Oh, noch mehr Frühstück. Mann, seid ihr klein. Seid ihr klein, aber sehen gut aus, ehrlich gesagt. Kann ich mich übertrampeln lassen? Da weicht mir sogar aus. Was habt ihr nicht gesehen? Was habt ihr nicht gesehen? Okay, es gibt auf jeden Fall sehr viele Szenen, muss ich sagen. Alle sehr unterschiedlich, alle sehr speziell. Grafisch nicht unbedingt das Beste, was ich je gesehen habe. Da gab es schon echt bessere. Jetzt kommt Graffiti City. Hätten die auch gleich das ganze Demo rausbringen können, wenn die das schon alles haben. Oder? Warum das Shadow of Isolation heißt, ich habe keinen Schimmer. War ganz nett. Ein paar coole Szenen gesehen. Nicht so geil wie Chair. Hier, Cycline the Chair. Kennt ihr vielleicht. Schon sehr lange. Da unten steht Future of the Colossal. Oh, jetzt kommt das Credits. Auf jeden Fall nicht so geil wie Chair. Cycline the Chair oder die ganzen vergleichbaren Demo, die, wo man sich halt umguckt und ständig was Neues passiert. Nicht ganz so geil. Ein paar nette Szenen dabei. Die Grafik ist nicht so fett oder so geil, dass ich da jetzt irgendwie einen großen Lob aufspreche. Man kann es einmal machen, man kann aber auch dieses Video schauen und dann reicht es eigentlich auch. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Game einen Daumen hoch, gebt mir einen Daumen hoch. Vergiss das nicht, hier unten irgendwo rechts neben dem Video könnt ihr auch das Däumchen drücken. Abonniert mich, damit ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ich sehe euch auf jeden Fall im nächsten Video. Gebt mir Flosse.